Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 4. Wir haben die erste Mission der Wikinger so gut wie geschafft. Werden jetzt noch ein paar Türme hier kaputt machen. Oder einnehmen, eins von beiden, je nachdem, was immer gerade so eher am Weg liegt. So kleine Türme, die kann man halt echt gut einnehmen, ne? Das macht sich sehr charmant. Also, da sind auch schon echt die ersten Schwertkämpfer unterwegs. Das ist sehr gut. So, was machen denn Trojaner? Die ziehen sich wieder zurück. War es jetzt erstmal, oder wie? Es reicht denen jetzt wohl vorrangig, vorzeitig erstmal. Okay, naja, mal gucken. Wir gehen mal hier weiter. Immer schön gucken, was hier noch so auf uns wartet. Ah, das ist ein kleines Türmchen. Das können wir doch mal wieder einnehmen hier. Das kleine Türmchen, das schnappe ich mir mal. Das sollen die gerne einnehmen. Dann haben wir nochmal hier ein bisschen Land, was uns gehört. Und kaputt machen wir dann den nächsten großen Turm wieder, der ja hier wahrscheinlich schon direkt steht. Oder habe ich den schon kaputt geschossen mit meinem Schiff? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Nee, der steht noch hier. Okay, der stand gleich da. Noch steht er da, gleich wird er nicht mehr stehen. So, also hier unten sind auf jeden Fall noch Türme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch von den Trojanern eingenommen werden könnten. Wenn sie denn ein Interesse daran hätten. Irgendwie sehe ich aber gerade nicht, dass sie ein Interesse daran haben. So, können wir uns hier irgendwie in der Mitte treffen? Ja, das... Ach, guck mal, hier stehen auch noch ein paar Priester. Okay. Hier noch ein Türmchen. Vielleicht. Vielleicht ist da noch ein Türmchen. Oh, 50 Einheiten haben sie noch hier, die Maya. Mal gucken, wo die noch alle rumstehen. Dürften aber ja echt nicht mehr so viele sein. Ja, also das ist echt sehr entspannt, was hier passiert. Sehr gemütlich das Ganze gerade. Ich glaube, ich kann hier entspannt hinlaufen. Hier ist noch ein Turm. Ich weiß nicht, ob das ein großer Turm ist tatsächlich. Schicken wir mal ein paar Leute hier, die Bogenschützen mit dazu. Nö, es ist anscheinend kein großer Turm, denn wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Okay, großer Turm. So, aber hier ist uns nichts mehr. Hier unten ist noch ein Türmchen. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, und viel mehr ist es sonst nicht mehr. Ah, die ziehen sich wieder zurück. Mhm, verstehe. So läuft das also. Also immer ein bisschen vor, dann wieder zurück. Wieder ein bisschen vor, dann wieder zurück. Na gut, ja, wenn man das so machen will, kann man das so machen. Ah, zwei große Tempel sind das hier. Okay, das ist natürlich geil. Das ist natürlich richtig cool. Oh. Wo ist mein Axtkämpfer? Kollege. Nicht mit mir. Die Türme hätte ich doch ganz gerne. Wenn wir schon mal hier so viel Land einnehmen, dann sollen wir das auch gerne behalten. So, das sind unsere, ne? Das sind alles unsere. Ja, nee, das hier nicht. Das sind wieder nicht mehr unsere. Okay, das Türmchen wird eingenommen und dann gibt es hier unten noch eins. Das können wir uns auch schnappen und ihr habt hier auch alles vernichtet. Dann sind wir doch so gut wie durch. 35 sehe ich immer noch auf der Liste. So viele immer noch. Kommen hier noch so viele Leute her? Krass. Finde ich doch heftig, dass sie doch noch so viele haben. Wo stehen die denn alle? Ja, gut. Bombs. Da steht nichts mehr. Ja gut, hier sind halt noch ein paar. Und hier, ja gut, hier ist auch noch ein bisschen Gebiet, ne? Also hier wird schon noch... Ich glaube, wir sollten hier die Schwertkämpfer kurz stehen lassen. Und warten, bis unsere Bogenschützen nachkommen. Ja, guck mal hier. Das ist doch wunderbar. Aha. Aha. Was sehe ich da? Oh, das ist natürlich supi. Nur ein Level 1er drin. Kavons kaputt. Heidewitzka, ey. Da fallen wir jetzt aber auch echt richtig krass in deren Siedlung ein. Also, was heißt, wir fallen ein? Wir haben uns schon direkt durchgemordet.
alles direkt plattgewalzt, was man irgendwie auch nur ansatzweise plattwalzen konnte. Er tut mir schon echt leid hier. So, also den nächsten. Ach, ein Priester steht hier auch nochmal rum. Warum stehen hier noch so viele Priester? Keine Ahnung. So, das Türmchen hier wird gleich noch... Oh, wird das Türmchen überhaupt noch fallen? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so viele Schwertkämpfer hier. Sind alle gerade gestorben? Ja doch, das fällt noch. Und ja, das alles, was danach kommt, wird dann halt von unseren Axtkämpfern weggeputzt. Ja, hier drüben ist noch was. Aber wir gehen erstmal zu dem Turm hier. 20 noch. Okay, noch 20. Eieiei. Sie werden angegriffen. Ah! Großer Turm. Böse, böse. Axtkämpfer sind einfach zu langsam. Brauchen zu lange. Die Trojaner, die ziehen sich echt zurück. Ne? Die haben anscheinend genug damit gehabt, das jetzt da einzunehmen. Und das war's dann. Dann, das reicht ihnen dann anscheinend. Ich habe jetzt nicht mehr wirklich viel Nachschub, ist aber egal. Ich brauche keinen Nachschub mehr, das erledigen die Truppen hier im Alleingang. Coole Sache. Finde ich echt witzig. Oh, jetzt fangen sie an, hier den Turm zu zerschreddern oder was, ne? Jetzt, wo ich hier die fast platt gewalzt habe. Na kommt, naja, das schaffen wir noch. Mehr sehen, wer gewinnt. Ja, wir gewinnen. Oder kommt hier unten noch ein Turm? Das, hier unten ist doch bestimmt auch noch ein Turm, oder? Nee, ich glaube, da ist kein Turm mehr. Ich glaube tatsächlich, da ist kein Turm. Ich glaube, das hier ist der letzte. Ich glaube, wenn der gefallen ist, dann war es das. Auweia. Das ist krass. Wir haben gewonnen. Es ging irgendwie unerwartet schnell. Also, das Land der Maya hier komplett überrannt. Trojaner haben uns gut mitgeholfen. Also, so viel, echt so viel dazu zu... Ach, guck mal, was ist denn hier los? So viel zu... Ja, die sind nicht hilfreich. Hammergeil. Was haben wir hier noch in diesem riesigen, freien Bereich? Boah, hier gibt es noch so viele Tiere. Keine Waffen oder Gold oder sowas. Vielleicht auf dem Berg. Da hätte natürlich irgendwas noch sein können. Ansonsten, ja, unsere kleine Siedlung, die Trojaner, die einfach ein bisschen übertrieben sich ausgebreitet haben vielleicht, das ist ein bisschen sehr krank. Und wir, die dann einfach hier mal aufgeräumt haben. Jo, sehr geil, gefällt mir. Das lief ziemlich cool. Also man muss auch sagen, wir haben nur 213 Kämpfe gewonnen. 141 Kämpfe hat nämlich der Trojaner gewonnen. Der hat ordentlich geschlachtet. Na gut, der Maya-Typi, der hat natürlich richtig aufgeräumt, aber der hat vor allem halt hier die Trojaner niedergebügelt. Aber krass. Also schon insgesamt echt gut gelaufen. Und der Trojaner hat ja auch mehr Truppen rekrutiert, mehr Minenpunkte gehabt. Gut, Mana nicht. Aber ansonsten echt geile Sache, muss ich sagen. Das ist ziemlich witzig. Oh, wir haben ein Level 1er gehabt. Eieieiei. Wo kommt das denn her? Level 1er Schwertkämpfer hatte der nur so ein paar. Okay, der hat echt fast nur Level 2er und 3er gepumpt. Ist natürlich schon echt extrem krass. Und okay, der Trojaner hat halt nicht so viel geballert. Ja, mal sehen, ob das dann irgendwie hilft. Ey, will ich veröffentlichen hier. Zack, veröffentlicht. Geil. Das muss einer sehen, dass ein Verbündeter hier mit eingegriffen hat. Richtig geil. So, jetzt will ich das aber nochmal machen. Wir haben ja noch ein paar Minuten, ne? Ja, 10 Minuten haben wir noch. Ich lade mal den Spielstand D. Das war nämlich der hier. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Ich werde jetzt einfach mal ganz oft F9 ballern. Achso, ja, wir werden natürlich jetzt unsere Leute hier drüben hinschicken, dass die hier verteidigen. Hier hoch. Und dann brauche ich natürlich... Nur die Bogenschützen, die schicken wir hier vorne hin. So, dann werde ich mal einfach nur, dass hier die Verteidigung steht. Und der Rest ist mir egal. Ich will ja nur wissen, ob die auf lange Sicht... Ja, guck mal, hier sind sie schon am Angreifen. Was sagen denn die Statistiken? Blau und Grün sind etwa ähnlich. Gott, ey, ich habe... bei mir explodieren die Soldatenzahlen. Okay, die Blauen arbeiten sich wiederum vor.
haben jetzt hier unten das eingenommen. Oh, das hier unten wieder verloren. Verlieren jetzt hier wieder was. Nehmen jetzt hier wieder alles ein. Ist ja mega. Okay, ich bin mittlerweile bei 400 Einheiten. Da haben sie an dem Turm, wurden sie wieder zurückgeschlagen. Das ist ja jetzt schon häufiger passiert. So, was passiert jetzt? Also die Blauen, die, ihr seht, die Blauen rekrutieren halt mehr, ne? Und die haben sich hier unten auch dieses Land gesichert. Oh, da ist nochmal ein Kampf. Okay. Ich will nur wissen, ob das alles so passt. Da haben sie jetzt einen Turm gebaut, die Maya. Oh, da kommt wieder ein Gegenangriff. Oh, haben sie wieder einen Turm eingenommen. Oh Gott, was ist das denn? Ich hab keine Siedler mehr. Ist egal, ich brauche keine Siedler. Ich will ja gucken, was hier passiert. Okay, die Trojaner arbeiten sich vor. Guckt euch das an. Jetzt haben sie sich schon bis hierhin vorangekämpft. Okay, den Turm hier, da tun sie sich noch schwer. Aber da haben sie wieder einen eingenommen. Alter, die machen halt echt Ärger hier, ne? So, jetzt müssen sie erstmal wieder ein paar Soldaten ranziehen. Ah, da unten kamen wieder welche. Ja, den Turm haben sie jetzt auch. Den Turm haben sie wieder zurückerobert. Ja, also ich glaube echt, auf lange Sicht werden die Trojaner es einfach rocken. Wenn man sich das mal so anguckt, die produzieren halt viel schneller Soldaten nach. Und ich glaube, jetzt ist schon so ein Punkt, wo die Maya nicht mehr viel dagegen setzen können. Hier, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich meine, da kommen ein paar Truppen von den Maya. Ah, jetzt machen sie es schlau. Jetzt gehen sie hier außen rum. Schnappen sich erstmal die ganzen Türme. Hier sind sie auch schon so weit rum. Okay, da müssen sie noch mal ein bisschen verteidigen. Oh, da wurde gerade ein Gegenangriff geführt, aber jetzt sind sie sogar hier durchgebrochen. Boah, das ist natürlich richtig geil. Ich meine, ich möchte es gerne einfach so beobachten. Oh, den Turm haben sie tatsächlich auch nicht verloren. Hier sind noch mal ein paar Maya, die hier noch mal ein bisschen Randale machen. Aber die tun auch nicht weh. Die werden jetzt, oh, die greifen jetzt an, aber werden von den Bogenschützen hier zerschreddert. Ich meine, Trojaner rekrutiert nicht viel nach, aber halt mehr als der Maya. Und der Maya-Spieler verliert halt auch immer noch Truppen, ne? Ah, guck mal, jetzt sind sie aber hier, jetzt sind sie hier unten auf dem Vormarsch, jetzt wollen sie hier Randale machen und zack, werden sie abgefangen. Und dann kommen die Trojaner und fangen hier ihrerseits alles wieder ab. Ach, und da sind sie lang gelaufen, deswegen ist da auf der östlichen Flanke nichts passiert, weil sie vor allem hier im Westen zugeschlagen haben. Okay. Oh, da krasser Bogenschützenfight. Alter. Ja. Also hier staut es sich gerade. Hier ist ja natürlich auch echt so ein... wo stehe ich bei immer noch bei 587? Ich habe null freie Träger. Alles rekrutiert, was man rekrutieren kann. So, zack, nochmal ein Turm eingenommen. Geil. Ja, und hier haben sie sich jetzt auch schon bis zu diesen, bis zu den großen Tempeln vorgearbeitet. Müssten sie nur mal einnehmen. Tun sie jetzt aber auch nicht. Was denn jetzt los? Seid ihr eingeschlafen oder was? Jetzt sind sie eingeschlafen. Ich glaube, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo sie nicht mehr angreifen wollen. Und nur noch ihr Land verteidigen. Kann das sein? Das ist natürlich tragisch. Ach kommt, ihr werdet doch nochmal hier irgendwo angreifen, oder? Leute. Schlaft doch jetzt nicht hier ein. Okay, das finde ich jetzt gemeint. Also sie würden definitiv die Maya sowas von plattwalzen, wenn sie einfach angreifen würden. Aber sie tun es nicht. Die Maya können halt irgendwie auch nichts mehr bauen, ne? Ja, die patrouillieren jetzt hier nur noch hin und her. Ach, Menno. Schade. Ich lasse das nochmal ein paar Minuten hier weiterlaufen. Ist ja egal. Nee, aber passiert echt nichts mehr. Und dadurch, dass die Maya auch nichts mehr rekrutieren, nichts mehr bauen können, die bauen anscheinend, die haben keinen Platz mehr, noch ein Wohnhaus irgendwo hinzusetzen, wie mir scheint. Auch sonst haben sie keine Möglichkeiten und deswegen, ja, kann das den Trojanern anscheinend auch völlig egal sein. Ist natürlich ein bisschen traurig. Ich dachte jetzt echt, die greifen nochmal weiter an. Aber nö, das hat ihnen jetzt wohl gereicht.
Dadurch, dass keine Gegenwehr kam, haben die sich jetzt hier auf den Putt geeinigt. Schade. Ich hätte zu gern gesehen, wie den Rest auch noch platt machen. Aber es hat eigentlich schon gereicht, ne? Wenn man überlegt, wo die sich hier schon überall durchgeschlagen haben, hat das eigentlich schon echt gereicht. Also die haben schon echt einen guten Job gemacht und wir sagen mal, sie hätten es gewonnen, wenn sie weitergemacht hätten. Wobei jetzt, sie haben jetzt auch einfach die Rekrutierung eingestellt, ne? Ich glaube, die könnten noch. Die haben noch Kohle. Die haben einfach nur gesagt, nö, wir produzieren nichts mehr. Ist uns egal. Wir wollen nichts mehr produzieren. Hier, greift hier an, bitte. Kommt, Leute. Hier brauchen wir nur einen Schwertkämpfer hier zu irgendeinem von diesen Türmen laufen. Irgendwie so zufällig hin verirren. Das würde doch schon reichen. Ah, machen sie aber nicht. Na gut. Ja, gut, dann halt nicht. Dann geben wir das Ganze jetzt auf. Oh, ich kann ja dann hier, dann laufen wir. Kommen hier. Marsch, Leute. Boah, ey, die Riesenarmee setzt sich in Bewegung. Und wird jetzt einfach hier nochmal schnell alles platt machen. Berechnung von zigtausend Einheiten. Dauern natürlich eine Weile. Gravon, da laufen sie durch. Einmal mittendurch gerannt. Okay, so, einmal da oben hin. Dann laufen wir hier einmal quer rüber. So, dann laufen wir hier runter. Und dann laufen wir hier noch hin. Und dann laufen wir da noch rüber. Dann haben wir wieder gewonnen. Geil. So, aber im Prinzip, die Trojaner haben echt geiles Spiel gemacht, muss ich sagen. Die haben echt alles rausgerissen. Coole Kiste. Statistik brauchen wir nicht angucken, die ist jetzt nicht repräsentativ. Aber sehr geil gelaufen, muss ich sagen. Und ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.